Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Coco Chanel und sogar Papst Pius XII. Milly Rizzo hat sie alle vor der Linse gehabt. Mehr als 800 Mal haben es seine Starporträts auf den Titel geschafft. Ob beim französischen Lifestyle-Magazin Nummer 1 Paris Match oder bei Modezeitschriften wie der Vogue. Erst freut man sich, wenn man den Termin bekommt, dann freut man sich, wenn man die Fotos macht und dann, wenn sie veröffentlicht werden. Viele Jahre schaut man sie immer wieder gerne an, bis man sie vergisst und schließlich wiederentdeckt. Diese Bilder aber hat er nie vergessen. Milly Rizzo war der Letzte, der Marilyn Monroe im Juli 1962 fotografierte, zwei Wochen vor ihrem Tod. Ich spürte, wie verzweifelt sie war bei diesem letzten Treffen. Und doch haben wir die Fotos gemacht. Sie hatte Vertrauen zu mir. Wir kannten uns. So etwas ist sehr wichtig. Vertrauen ist das Wichtigste überhaupt. Mit einigen Stars ist Milly Rizzo besonders vertraut. Hollywood-Star Jack Nicholson ist ein enger Freund. An seiner Seite wurde Milly Rizzo sogar zum Schauspieler. 1992 spielte er den Mafia-Boss im Film Hoffa. Und die Figur des Fotografen Walter De Zotto im französischen Comic Tim und Struppi, die Juwelen der Sängerin, ist ihm nachempfunden. Nach mehr als 60 Jahren erfolgreicher Arbeit könnte sich Milly Rizzo entspannt zurücklehnen, tut er aber nicht. Heute fotografiert er den Nachwuchs, wie hier das französische Model Marie-Ange Casta, Letizia Castas kleine Schwester. Es ist schon ein Unterschied, von jemandem wie Milly Rizzo fotografiert zu werden. Er hat schon so bekannte Leute porträtiert. Man ist natürlich stolz und glücklich, dazuzugehören, aber man steht auch unter Druck und will seine Sache besonders gut machen. Ein Fotoshooting ist voller Überraschungen. Und ein wenig Glück gehört auch dazu. Dass schließlich das eine Foto dabei ist, mit dem man nicht gerechnet hat. Was mich bei meinen Bildern vor allem interessiert, ist der Augenausdruck. Milly Rizzo ist Fotograf, aber sein Name steht auch für etwas ganz anderes. Anspruchsvolles Möbeldesign. Erst vor 4 Monaten hat er in Paris gemeinsam mit seiner Frau Dominique eine neue Galerie eröffnet. Hier stellt er beides aus, Fotografie und Design. Hier habe ich einen ganz einfachen, runden Tisch gemacht, der aber trotzdem meiner Vorstellung von einem modernen Design entspricht. Er dreht sich. Und dieser Kaffeetisch dreht sich ebenfalls. Seine ersten Möbel kreierte Milly Rizzo 1968. Zum Designer wurde er durch Zufall, als er seine damalige Wohnung in Rom bezog. Ich wollte etwas, das es nicht gab. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Rom zwar viele moderne Möbel zu kaufen, aber eher im schwedischen Stil, sehr kühl. Die gaben einem das Gefühl, sich im Wartezimmer eines Arztes zu befinden. Deswegen habe ich begonnen, Möbel für mich selbst zu machen, die Sie hier sehen. Die Möbel erregten Aufsehen und Milly Rizzo kommerzialisierte seine Kreationen mit großem Erfolg. Auch viele Prominente, die bei ihm vor der Kamera standen, gehörten plötzlich zu seinen Kunden. Möbel wie dieser Tisch sind heute im Metropolitan Museum in New York ausgestellt. Auch mit 82 Jahren entwirft Milly Rizzo noch neue Modelle. Am liebsten gemeinsam mit seinem Sohn, Milly Rizzo Junior. Mein Vater lässt sich von allem inspirieren, was ihn umgibt. Ob das ein Computer ist, eine bestimmte Form, ein Auto, ein Boot. Er nimmt all diese Informationen auf, vereinfacht sie und macht dann ein Möbelstück daraus. Ruhiger wird es um diesen kreativen Herrn wohl erstmal nicht werden. Im Herbst widmet die Pariser Fotomesse dem Ausnahmefotografen eine Retrospektive. Und danach ist bestimmt auch mal wieder der Designer Milly Rizzo dran.